Ja, hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Blattgrün. Und ja, wir hängen hier immer noch in der Siegestraße rum, bla bla. Genau, hier muss der Stein hin. Halt, aber das Ding können wir da gleich mal mitnehmen. Hitzekoller. Eine Feuerattacke. Wäre wahrscheinlich gut für Flamara. Aber ganz ehrlich, ich will die ganzen Attacken nicht grundlos in ein Pokémon pumpen, was wir vielleicht nicht mehr im Team da haben. Es ist alles so kompliziert. So, und ja. Ich bin schon wieder total müde. Ich weiß gar nicht warum. Liegt vielleicht daran, weil wir es um, naja, gleich halb 5 Uhr morgens haben. Oh Mann. Ach, ich bin paralysiert und fast tot. Yay, wie hat dann das geschafft? Wie schafft es ein Dingsbums, mich zu paralysieren? Wenn man mal eine Sekunde nicht hinguckt. Ich möchte kotzen, ich möchte schreien, ich möchte alles. Dieses Spiel ist so dämlich. Dem nicht, habe ich es gar nicht in Erinnerung. Alter. Kabuto ist tot. Wolltest du es nicht trainieren? Ja, wollte ich. Warum machst du es dann nicht wieder lebendig? Weil ich nicht weiß, wie lange wir noch in dieser Scheißhöhle bleiben und wir keine E-Teams mehr haben, so groß. Es ist doch einfach zum Kotzen alles. Rein Beleber. Ein Beleber und den soll ich für Kabuto reinstecken, oder was? Alter, ist doch alles nicht wahr. Da an die Ecke kommen wir auch sicher nicht an dem I-Team, weil dort sicher ein blöder Scheiß-Trainer steht. Was habe ich gesagt? So, dann machen wir halt das hier jetzt gleich. Gleich kommt wieder ein Pokémon, was uns nerven will. Alles kein Ding, machen wir doch alles mit. Null Problemo. Ach, das war. Ihr wollt mich doch verarschen. Ich will nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich ausgefressen habe, um so gemobbt zu werden, aber das ist echt nicht mehr lustig. Es ist nicht mehr lustig. Die sollen endlich so einen Scheißweg machen, wo man ein bisschen Pokémon besiegen kann. Einfach geradeaus durchlaufen von los und dann ist man an der Liga fertig. Das hat nichts mehr mit Prüfungen zu tun, das hat einfach nur mit Nerven zu tun. Die ganze scheiß Kindergartenkacke hier. Raus kommt man so oder so irgendwann. Alter, das ist doch echt nicht normal. Wenn es so weitergeht, gehe ich hier einfach aus der Höhle raus. Dann habe ich keinen Bock mehr. Dann ist Schluss. Erstmal. Für die nächsten 10.000 Jahre. So, und an beiden komme ich nicht vorbei. Ich muss hundertprozentig gegen einen von beiden immer kämpfen. Egal, wie rum ich jetzt laufe. Und da sie Ass-Trainer sind, werden sie wahrscheinlich Ass-viele Pokémon. Oh nein, ich komme vorbei. Wahnsinn. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ah, nee. Wisst ihr, die letzte Ebene hier vor der Pokémon-Liga ist immer mit das Schlimmste. So, wir gehen mit. Natürlich nicht. Wir werden hier keine großen Abkürzungen nehmen. Also keine groß anderen Wege, weil da oben. Eben auf der einen Etage, eben gerade wo wir runtergekommen sind, da war ja noch eine Treppe nach unten, da werden wir nicht lang gehen. Wir werden einfach nur den Weg nehmen, den ich denke, dass der rausführt, und zwar so schnell wie möglich. Damit wir A, schnell zum Pokémon Center kommen und B, jederzeit wieder hinfliegen können. Ja. Und halt unsere Items so gut wie möglich sparen. Wow, das ging noch mal gut. Da müssen wir nicht lang. Da waren wir eben. Okay, gegen den müssen wir kämpfen. Doch nicht.
Wir müssen nicht gegen den kämpfen. Route 23. Und wir haben es geschafft. Hier irgendwo war noch was. Das weiß ich ganz genau. Damit meine ich nicht diese Beere. Die meine ich einfach nicht. Hier war noch irgendwas. Irgendwo hier. Ich weiß bloß nicht mehr, wo genau. Ich weiß nur, dass es hier irgendwo was war. Ich weiß auch nicht, ob es das war oder ob hier noch was war. Oh Mann. Aber wir sind raus aus dieser blöden Höhle. Ich dachte echt, ich habe echt schon gezweifelt, dass wir da nicht mehr rauskommen. Aber wir sind da. Wir haben es geschafft, das Indigo-Plateau. Wir sind am Indigo-Plateau. Und ich weiß schon wieder nicht, wann wir angefangen haben aufzunehmen. Zeig's mir bitte, 27? Kommt hin. 7 Minuten. Okay. Wir gucken uns hier mal die Preise an. Also. Kaufen. Top Genesong. 3000 pro Stück. Leber. 1500 pro Stück. Na gut. Acht. Sieben. Es ist alles so teuer. Es ist alles viel zu teuer. 6000 heben wir erstmal noch auf. Wetten, da steht schon Gary dran. Indigo Plateau. Das Pokémon-Liga-Hauptquartier ist die höchste Pokémon-Autorität. Okay. Ab jetzt triffst du nacheinander auf die Top 4. Wenn du einen Kampf gewinnst, wird der Weg zum nächsten Trainer freigegeben. Viel Glück. Und eigentlich ist das auch eine Lüge, weil es heißt ja Top 5 eigentlich. Hey, warte du Champions B. In der Pokémon-Liga triffst du gegen die Top 4 nacheinander an. Wenn du einen Kampf verlierst, musst du ganz von vorn beginnen. So. Wir müssen das da anquatschen. Doch nicht. Okay. Wir wollen uns erstmal nochmal reingucken. Also. Kampftypen, Pflanzentyp. Das ist ein Pflanzentyp. Wassertypen haben wir genug, haben wir ja schon geklärt. So. Garados ist uns keine Hilfe. Das könnte uns vielleicht noch gegen Agati helfen, weil Geist-Pokémon manchmal auch Gifttypen haben. Ja, also von den Pokémon hier hilft uns keins weiter. Wir können hier auf jeden Fall jetzt jederzeit hinfliegen. Das ist schon mal ein Vorteil. Und rein theoretisch können wir jetzt auch trainieren. Oh Mann. Du kannst stolz auf dich sein, weil du dich so wacker auf der Siegestraße geschlagen hast. Als Anerkennung deiner Leistung möchte ich einen deiner Pokémon. Na, das kannst du vergessen, Freundchen. So, und jetzt können wir nämlich auch da hinten runtergehen. Ich glaube nämlich, da ist etwas, was uns vielleicht, aber nur vielleicht, helfen könnte. Das heißt, Moment mal. Das, was ich denke, ist klar, aber haben wir denn auch dafür auch... ...25 Bälle. Meisterball zähle ich mit Absicht nicht dazu. So, dann hoffe ich mal.
dass wir hier richtig sind, beziehungsweise dort rauskommen, wo ich denke, dass wir rauskommen. Oder hoffe. Ach nee, halt, halt, halt. Nee, da wären wir gerade falsch gelaufen, beinahe. Beinahe wären wir falsch gewesen. Da brauchen wir gar nicht lang. Da geht's wieder zurück zum Eingang, wo wir zuerst rein sind. Da wollte man nämlich gar nicht hin. So, das heißt, wir drehen gleich wieder um und gehen nach rechts weiter. Komm, mach jetzt hier. Mach zu Ende. Mach. So. Also hier lang. Das ist auch nicht das, was ich mir erhofft habe. Wo war denn? Oder waren wir da jetzt doch richtig? Oh Mann, mir tut langsam der Kopf weh. Ich habe den Weg nicht mehr im Kopf. Das sieht aber so aus. Ach du Kacke, hier muss man alles neu verstellen. War das nicht so, dass der sich das merkt? Das ist ja... Ich habe da so eine böse Vorahnung. Okay, wir haben. Gut. Gut, das, was ich machen wollte, klappt dann jetzt doch nicht mehr. Ist ja schon mies. A, kenne ich den Weg nicht und B, wenn ich sehe, dass wir hier alles wieder neu verschieben müssen, dann... Nee. Jetzt fange ich an, müde zu werden. Was ist los, Mad Boy? Jetzt zeig doch mal, was du kannst hier. Mach doch mal was. Mein Gott, ey. Dieses Mad Boy, ne? Ich würde es so gern kreuzen mit irgendwas anderem, damit es so richtig schön stark wird. Das Schlimme ist nur, wir haben keine Pokémon im Team oder allgemein, die starke Werte vererben könnten. Haha. Das ist alles so schön, so ein richtig schöner Bullshit. So, den dürfen wir jetzt nicht zu weit schieben. Oder auch doch, können wir noch. Haben sie so gemacht, dass es egal ist, wie wir das schieben. Ja, das Mad Book, keine Angst, ich brauche hier nicht einsetzen. Wäre auch ein Wunder. So, Flügelschlag. Aquaobitze. Oder auch nicht. Natürlich. Natürlich. Alter, du blödes Turtok, du regst mich sowas von auf, verpiss dich endlich. Du bist das erste Drecksvieh, was ich austausche. Ganz ehrlich, es reicht. Und dann macht es das nicht mal tot. Will sich jetzt aber eine Runde ausruhen und ist verwirrt. Wie ich dieses blöde Drecksvieh hasse. Ist verwirrt. Trifft sich selbst. Wundert mich gar nicht. Ist verwirrt. Trifft sich selbst. Könnte Hellseher sein, ey. Ist verwirrt. Trifft sich nicht selbst. Doch, trifft sich. Na, natürlich, alle guten Dinge sind drei. Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Ist verwirrt. Trifft sich und macht sich tot. Viermal, klar. Alter. Du blödes Mistvieh. Das gibt's echt nicht. Das kann's gar nicht gehen. Das ist ein Traum, ist das. Zeit fürs Bett. Natürlich lebt es noch. Wolf hat mehr als 40. Nein, doch nicht. Wahnsinn. Ich bin ja so stolz auf dich, Dragonier. Alter.
Und schon sind wir wieder ganz am Anfang. Hätte ich doch von Anfang an mal Fluchtzellen benutzen sollen hier. Alter, geht ein das auf den Sack. Das ist doch wohl echt nicht deren Ernst. Ich glaube, wir werden hier noch eine ganze... Warte. Ja, eine Weile festhängen. Ich hatte gerade eine Idee, aber beim groben Überlegen ist mir eingefallen. Es wird doch noch länger dauern. So, ich weiß gar nicht. Warte mal, 27, 46... Nee, 43 ist es erst. Ich kann nicht mehr rechnen. Es ist zu spät. Warte. Wenn das 6 sind, dann sind das 3. 1 gemerkt. Es ist 30 und nochmal 1 drauf. 40. Also 16? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich nehme gerade 16 Minuten auf. Das heißt, ich beende hier einfach mal den Part. Zeit zum Schlafen gehen. Also, ja, das war's. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal und ciao.